Hallo Leute, ich habe heute ein Video, das ich schon Ewigkeiten verzweifelt auf YouTube gesucht habe und ich glaube immer noch nicht gefunden habe. Und ich habe dadurch so viele Fehlkäufe gemacht und ich will euch helfen, diese Fehlkäufe zu vermeiden. Und zwar geht es um Leute mit sehr, sehr heller Haut. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der Kamera bei mir immer rüberkommt, aber ich bin wirklich weiß. Und eigentlich dachte ich immer, dass es in der Drogerie nichts gibt an Make-up oder Concealer. Und ich zeige euch heute einige Produkte, sowohl aus der Drogerie als auch von High-End-Produkten, die einfach super für helle Haut sind. Denn ich finde, man sollte das wissen bei heller Haut. Ich habe so viele Make-ups hier zu Hause, die mir einfach zu dunkel sind. Ich habe schon so viele verschenkt, ich habe so viele gekauft. Ich habe bestimmt keine Ahnung, wie viel Geld da reingesetzt und trotzdem war es immer zu dunkel. Und jetzt würde ich aber sagen, legen wir auf jeden Fall mal los. Ich habe hier alles neben mir und ich würde sagen, wir fangen mal mit Drogerie-Make-ups an, die ich relativ hell finde und wo ich finde, dass man die mit heller Haut benutzen kann. Und zwar ist es dieses von Max Factor, das Facefinity All Day Flawless 3-in-1 Make-up in der hellsten Farbe Light Ivory 40. Ja, sorry, sieht hier oben ein bisschen dreckig aus, aber ich finde, es ist relativ hell. Allerdings muss ich sagen, ich muss es noch minimal aufhellen, aber dazu zeige ich euch gleich auch noch was. Aber ich finde, für helle Hautfarben ist das schon mal was. Auch wenn nicht für ganz, 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 ganz helle, aber die solltet ihr auf jeden Fall euch schon mal angucken. Als nächstes habe ich eine von Manhattan und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, das ist eine der hellsten Make-up-Farben, die es im DM zu kaufen gibt. Und diese Farbe ist mir in den Manhattan-Theke nie aufgefallen, weil die Beleuchtung da einfach ein bisschen unvorteilhaft ist, sage ich mal. Und das sahen die Make-ups immer alle gleich aus. Und ich habe letztens eine Kollegin gefragt und meinte, was haben wir eigentlich für so ganz, 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 ganz helle Haut? Und sie hat mir das hier gezeigt. Und sobald man das aus dem Regal rausnimmt, sieht man, wie hell das eigentlich ist. Und zwar ist das das Endless Perfection Make-up 24 Stunden von Manhattan in der Farbe 56 Light Porzellan. Das ist auch wieder die allerhellste Farbe und es hat auch so einen ganz leichten rosa Stich, was ich persönlich sehr gut finde. Viele helle Hautfarben haben ja so einen leichten rosa Stich drin. Von dem her könnt ihr euch die hier auch mal anschauen, wenn ihr im DM seid. Und jetzt habe ich noch eine. Die habe ich schon oft nachgekauft, weil ich die persönlich sehr, sehr gut finde. Und zwar ist das die Catrice All Matte Plus Foundation in der Farbe 010 Light Beige. Ich muss allerdings sagen, sie mattiert überhaupt nicht. Also wer sie kauft, damit man ein mattiertes Finish hat, das könnt ihr vergessen. Aber sie ist farblich sehr gut. Ich finde, sie passt sich sehr schön der Haut an, lässt sich auch ganz toll verteilen. Also ist auch eine Kaufempfehlung für helle Haut. Dann würde ich sagen, machen wir mit einem High-End-Produkt weiter und zwar ist das von MAC. Natürlich gibt es bei MAC auch sehr, sehr helle Farben. Das hier ist das Studio Fix Fluid in der Farbe NW10. Ich glaube sogar, das ist die hellste Farbe und das ist auch mit einem leichten rosa Stich. Deswegen das NW steht für einen rosastichigen und NC steht für einen gelbstichigen Farbton. Das heißt, das hier ist rosastichige Farbe 10. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr hell. Das ist sogar mir, ich würde sagen, zu hell. Ich habe nur das Problem, dass ich sehr trockene Haut habe von Natur und dass dieses Make-up vielleicht nicht unbedingt für trockene Haut geeignet ist. Deswegen kann ich persönlich damit recht wenig anfangen. aber für Leute, die vielleicht eine ölige Haut haben und trotzdem sehr, 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 sehr hell sind, würde ich euch wirklich mal empfehlen. Ich weiß, es kostet ein bisschen mehr, aber ich glaube, es lohnt sich. Und dann könnt ihr euch diese Foundation hier mal anschauen. Dann habe ich noch ein kleines Wundermittel, wo ich lange Zeit gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Das ist quasi, es sind weiße Pigmente in flüssiger Form. Und Leute, ich muss euch sagen, wenn man helle Haut hat, es ist so, 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 so geil. Also alle Make-ups, die nur so ein Ticken zu dunkel sind oder die ich einfach noch ein bisschen aufhellen will, da mische ich das hier drunter. Das ist so eine, ich zeige euch das mal kurz, mit so einer Pipette und dann macht man einfach so ein paar Tropfen, also man macht sich das Make-up auf die Hand, macht dann so ein paar Tropfen hiervon dazu, vermischt das Ganze und eure Foundation wird sofort heller und das ist einfach nur geil und ich wusste nicht, dass es sowas gibt und das ist auf jeden Fall vom Body Shop, kostet, glaube ich,
15, 16 Euro, aber lohnt sich, man braucht auch nicht so arg viel davon. Und das nennt sich Shade Adjusting Drops. Ja, gibt es als Aufheller, gibt es auch noch als Abdunkler für Leute mit sehr, sehr dunkler Haut. Aber in diesem Video unrelevant, weil es hier um sehr, sehr helle Haut geht. Von dem her, falls ihr einen Bodyshop irgendwo in der Nähe habt, bitte guckt euch dieses geile Zeug an. Ich benutze das eigentlich mittlerweile fast immer, außer ich habe ein Make-up, das wirklich perfekt zu meiner Hautfarbe passt. Ja, also für alle Leute, wo wirklich keine Farbe zu finden ist und die jetzt nicht unbedingt bei MAC einkaufen wollen oder diese High-End-Produkte kaufen möchten, kauft euch wenigstens das hier und dann könnt ihr jede Foundation, die euch ein bisschen zu dunkel ist, einfach aufhellen. Jetzt habe ich natürlich auch noch einige Concealer, auch wieder aus der Drogerie und High-End. Ich würde sagen, wir fangen mit den Drogerieprodukten an. Und zwar mein absoluter Lieblingsconcealer aktuell. Also den benutze ich eigentlich wirklich jeden Tag, gerade aktuell. Und zwar ist das der Astor Perfect Stay Concealer 24 Stunden Perfect Skin and Primer. Das ist dieser hier mit so einer lilanen Kappe. Ich kann euch leider die Farbe nicht sagen, weil das Etikett leer ist mittlerweile. Aber der ist so krass hell. Also es ist die hellste Farbe. Der ist mega geil. Also damit kann man nicht nur Augenringe abdecken, sondern es wird auch noch die Partie hier wirklich heller gemacht, so wie es eigentlich sein soll bei einem richtig guten Concealer, dass das einfach ein bisschen nochmal heller ist als der normale Farbton, als man das Make-up wählen würde. Von dem her lässt er einen so richtig schön strahlen und frisch wirken. Und den habe ich auch durch YouTube entdeckt und ich bin so froh, dass ich den gefunden habe. Unbedingt mal angucken, wenn ihr helle Haut habt. Das ist mein absoluter Favorite aktuell. Dann machen wir weiter mit diesem hier. Und zwar ist das der Manhattan Wake Up Concealer in der Farbe 001 Natural. Das ist natürlich auch wieder die hellste Farbe. Ich glaube, ich habe in diesem Video nur die hellsten Farben von allem. Und der ist auch relativ gut. Er ist allerdings nicht, also er ist schon sehr, sehr hell, aber er ist nicht so hell wie der von Astor, dass er wirklich das hier nochmal so richtig highlightet. Sondern ich würde sagen, der ist von der Farbe her so, dass es die Augenringe abdeckt. Also bei mir, ich beziehe es jetzt natürlich immer persönlich auf mich, dass es die Augenringe abdeckt, aber dass es diese ganze Area hier nicht nochmal so richtig hell macht. Aber der ist natürlich günstig und den kann man sich vielleicht auch mal angucken, wenn man sehr hell ist, aber nicht so sehr, sehr, sehr hell. Ich beschreibe in diesem Video echt total schlecht, aber ihr müsst euch die Sachen einfach mal angucken. Schreibt euch am besten die ganzen Produkte mal auf, die ich euch hier nenne und geht in die Drogerie und schaut sie euch einfach an. Ich glaube, das ist wirklich am besten, weil man natürlich dann immer noch seinen eigenen Hautton beachten muss und ein bisschen swatchen kann, ausprobieren kann und ja. Dann machen wir jetzt weiter mit einem Concealer, den ihr leider nicht in Deutschland bekommt, der aber jahrelang mein Lieblingsconcealer war. Und zwar ist das von Sephora der Touch Lumiere Lisson Smoothing and Brightening Concealer. Und die Farbe kann ich auch nicht... Ah doch, hier. Die Farbe 03 Clear Light. Und der ist sehr rosastichig. Das heißt, wenn ihr wieder so einen rosastichigen Hautunterton habt, dann ist der sehr gut und der ist auch sehr hell. Ich habe den früher immer benutzt für einen sehr natürlichen Look, wenn ich kein Make-up benutzt habe, weil der einfach zu meiner Hautfarbe, die ich unter dem Make-up habe, sehr, sehr gut harmoniert und sehr, sehr gut gepasst hat. Und falls ihr vielleicht nicht so viel Make-up tragt, dann solltet ihr euch den mal anschauen. Sephora gibt es in Frankreich auf jeden Fall, ich glaube auch in Italien. Das ist dann dort natürlich dieser große Beauty-Laden, also da solltet ihr sowieso mal rein, wenn ihr mal vor Ort seid. Und da könnt ihr euch den natürlich auch gerne mal anschauen. Dann habe ich noch zwei Sachen aus dem Douglas. Einmal ist dieser Concealer hier von NYX. Großes Manko, man kann nichts mehr drauf lesen, weil alles so abgeschrubbt ist. Es ist die allerhellste Farbe in CW01. Ja. Das Einzige, was ich an dem nicht so gut fand, ist, dass er bei mir ziemlich gecreased hat. Das heißt, er ist ziemlich in die Fältchen rein und hat auch nochmal leicht abgedunkelt. Aber ich finde, den muss man einfach ausprobieren. Das kommt vielleicht auch nochmal dann auf die Hautbeschaffenheit an und ob ihr trockene oder ölige Haut oder so habt. Für mich war er nicht perfekt, aber farblich ist er auch super. Dann habe ich hier natürlich auch noch ein Produkt von MAC. Und zwar ist das der Pro Longwear Concealer. Ich habe ihn in der Farbe NW15.
Ich habe ihn, glaube ich, leider ein bisschen zu dunkel gekauft, aber ich glaube, ihn gibt es auch noch in einer helleren Farbe. Wobei ich die Farbe auch nicht schlecht finde. Ich finde, das ist jetzt nicht so, dass es wieder diese Area highlightet, sondern dass es einfach alles schön abdeckt und ein gleichmäßiges, ebenmäßiges Gesichtsbild gibt. Aber der deckt mir zu arg. Also er ist wirklich sehr, sehr, sehr deckend. Diese Foundation von MAC, wo habe ich sie jetzt? Die hier ist übrigens auch sehr, sehr, sehr stark deckend. Und das ist mir einfach ein bisschen too much. Ich mag es dann lieber ein bisschen natürlicher und nicht so, ich weiß nicht, wenn die Haut dann so richtig voll geklatscht ist, das ist nicht so meins. Deswegen benutze ich den mittlerweile auch nicht mehr. Ich weiß, es ist schon sehr viel davon auch aufgebraucht, aber aktuell benutze ich halt einfach andere und dieser liegt so lange im Schrank. Aber es geht in diesem Video nicht nur darum, wie man helle Haut überschminken kann und welche Farben dazu passen, sondern wie man helle Haut auch sehr, sehr gut pflegen kann und auch pflegen sollte. Denn der Sommer kommt wieder, die Sonne kommt raus, ich habe mir schon wieder einen Sonnenbrand geholt, weil ich nämlich einmal vergessen habe, mich einzucremen. Und deswegen, Leute, cremt euch ein, nehmt einen hohen Lichtschutzfaktor. Das heißt noch lange nicht, dass ihr davon nicht braun werdet. Falls ihr überhaupt braun werdet, ich werde es nicht. Das Niedrigste, was ich eigentlich benutze, ist für meinen Körper 30er. Und ich weiß nicht, viele haben das, glaube ich, noch nicht verstanden, was diese Zahl immer bedeutet. Das ist nicht, dass der Schutz stärker ist, sondern dass er einfach euren natürlichen Schutz verlängert. Und je höher die Zahl ist, desto länger ist euer Schutz. Das heißt nicht, dass euer Schutz stärker ist. Und deswegen ist es für hellhäutige Menschen wichtig, einen hohen Sonnenschutzfaktor zu nehmen, wenn sie lang draußen sind, weil die von Natur aus einen niedrigeren Sonnenschutzfaktor von sich selber haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut beschrieben habe, aber was ich euch damit sagen will, nutzt einen Sonnenschutzfaktor mit einer hohen Zahl. Und wenn ihr doch mal braun werden wollt, dann würde ich euch sowas hier empfehlen. Das gibt es für Gesicht, also das hier ist jetzt fürs Gesicht. Das gibt es aber auch noch für den Körper. Und zwar ist das Sonnenschutzmittel mit einem gewissen Grad Selbstbräuner drin. Das kann man natürlich auch immer mal probieren. Muss man natürlich sehr schön gleichmäßig verreiben. Aber bitte cremt euch trotzdem ein, weil normaler Selbstbräuner hat natürlich auch keinen Sonnenschutzfaktor drin. Und deswegen würde ich euch hier sowas empfehlen. Und wenn es euch doch mal so erwischt wie mich, ich glaube, man sieht das nicht mehr so arg, aber ich habe sieht man das? Nee, weiß ich nicht. Ich habe Sonnenbrand am Dekolleté und im Gesicht, da sieht man es nicht, weil da ist Schminke drauf. Dann benutzt ein Abre-Gel oder eine Abre-Lotion. Da ist viel Aloe Vera drin, das kühlt, da ist auch oft Panthenol drin, das kühlt auch nochmal. Wichtig ist, dass man dann die Haut mit ganz viel Feuchtigkeit versorgt. Ihr könnt natürlich auch eine Feuchtigkeitscreme nehmen oder eine ganz normale Creme mit Aloe Vera drin. Am besten stellt ihr die im Kühlschrank und tragt die danach auf. Und denkt an eure Haut. Eure Haut ist das größte Organ, das ihr habt. Und eure Haut wird es euch danken, wirklich. Die habt ihr euer ganzes Leben lang. Und die Haut ist, glaube ich, ein Organ, das sehr, sehr wichtig ist. Und das natürlich auch schön aussieht und das natürlich auch jeder schön haben will. Und deshalb muss man es ein bisschen pflegen und sich dann auch ein bisschen drum kümmern. Und damit schließe ich jetzt dieses Video ab. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Hoffe auch, dass ich euch vor Fehlkäufen bewahren konnte. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da oder ein Däumchen hoch und natürlich auch sehr, sehr gerne ein kostenloses Abo. Ihr findet alles weitere von mir hier unten in der Infobox und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!